Ich begrüße euch alle zurück hier bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir machen weiter und sind immer noch auf dem Weg zum Tempel, aber diesmal hier in den Klippen unterwegs. Ich sag einfach mal Klippen, ihr wisst, was ich meine. Tempel, Friedhof und da haben wir weitere Gegner. Wow. Wow, das war ein ziemlich tödlicher Angriff. Und so kann es gerne weitergehen. So, bleibt nur noch unser guter Schildkämpfer. So, und auch den wollen wir schnell besiegen. Komm schon. Er sagt es so einfach, aber ich glaube nicht, dass er uns besiegen wird. Tut mir leid. So. Und wie gesagt, das Kampfsystem ist recht gewöhnungsbedürftig, sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr flott, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Da müssen wir rein. Wir wollen uns natürlich erst etwas weiter umsehen. Hier ist ein ausgehobenes Grab. Hier haben wir Reagenzien oder Zutaten, Alchemiezutaten, wie auch immer man es sehen möchte. Es sieht schön aus. Also wirklich, wie gesagt, Temerien gefällt mir sehr gut, zumindest die Ecke hier. Hier würde es sich sicherlich aushalten lassen, wenn hier nicht gerade der Krieg toben würde, natürlich. Ja, ist nicht schlecht hier. Definitiv nicht schlecht. Schöllkraut. Die Namen der Kräuter gefallen mir auch gut. Recht außergewöhnlich, aber dennoch noch sehr, sehr simpel. Wolfsbann zum Beispiel. Hat schon was. So, da würde ich sagen, weg mit dem Silberschwert und rein in die Tempelanlage. Das kann ja lustig werden. Oh. Keinen Schritt zurück. Nummer 1. Nummer 2. Also gewusst wie mit Kombos und ein paar Körperteile abschlagen, das ist das Ganze gar kein Problem. Tja, so viel dazu. Schlüssel erforderlich. Da ist irgendeine Torsteuerung. Na, ich denke mal, wir werden hier auf den Schlüssel treffen. Und vor allen Dingen auf viele Gegner. Ah ja, wir sind auf der anderen Seite des Tors. Ah, wer ist das denn? Ein sehr böse und stark wirkender Ritter. Ja, das glaube ich eher weniger. Tod ist tot. So. Vor dem großen Ritter habe ich ein bisschen Angst. Aua, aua, aua. Das war nicht gut. Schnell weg hier. Uah. Okay, da waren es nur noch zwei. Oh, da haben wir einen mitbekommen und noch einen. Aua, aua. Also der große Soldat ist wirklich nicht schlecht, wenn es ums Schwert geht. Ja, diese Verräter kämpfen aber wie Ritter, mein lieber Foltest. So einfach ist das hier nicht. So, und ich denke mal, er alleine wird uns aber nichts entgegenzusetzen haben. So, ich bräuchte ein bisschen Energie für unser Feuerzeichen. Das sollte den ganzen Kampf etwas einfacher gestalten. So. Eine Konterfertigkeit wäre sehr, sehr nützlich.
Ja, es ist aber ganz schön knapp. Ich möchte gerne auf das Zeichen zurückgreifen. Und dann ist er letztlich doch erledigt. Also ein starker Gegner auf jeden Fall. Den man nicht unterschätzen sollte. So. Befehle für die Soldaten. Schlüssel des Torwächters. Ein oranger Schimmer über einer Truhe bedeutet, dass sie einen wichtigen Gegenstand enthält. Hier ist es jetzt dieses Beutelchen. Und ich würde sagen, wir lesen uns mal ganz kurz die Befehle der Soldaten durch. Nee, nicht Rezepte. Wo haben wir es? Bücher. Befehle für die Soldaten. Befehl. Alle Einheiten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen. Damit ist wohl Volltest gemeint. Tja, wir haben aber für Volltest gesiegt. Ob Tyrann oder nicht, liegt nun also nicht mehr in unserer Macht. Da geht es weiter. Hier haben wir noch einige Pflanzen, Kartoffeln, beziehungsweise kartoffelartige Pflanzen, Alraunenwurzel, nehmen wir alles mit, können wir alles später sicherlich gut gebrauchen. Hier ist abgeriegelt. Wir könnten theoretisch ganz kurz sogar noch einen Stufenaufstieg machen, beziehungsweise einen Fähigkeitspunkt vergeben. Und den würde ich dann gerne auf die Zähigkeit setzen, um etwas mehr Lebensenergie zu erhalten. Das sollte uns sicherlich weiterhelfen. Verschlossen und verschlossen. Sehr schön. Da würde ich sagen, öffnen wir hier das Tor, indem wir den Hebel umlegen, den wir gefunden haben. Gott sei Dank habe ich hier nochmal nachgesehen. Kartoffelbovist heißt die Pflanze. Hallo. Ich bin gleich soweit. Schöllkraut. So, rein hier. Und wie gesagt, wir haben erstmal einen Hebel umzulegen, beziehungsweise ein Tor hochzukurbeln. Abgenutzte Lederhandschuhe. Interessant. Rüstung plus 1, Rüstung plus 1. Reduktion von Magieschaden. Blutenresistenz. Verringert Wirkung von Ölen, Reduktion von Magieschaden plus 10%. Wir bleiben bei unseren Kräuterkennerhandschuhen, um Gottes Willen. Und ich würde sagen, wir verwenden das Rad, um das Tor hochzukurbeln. Oh. Na komm schon, Geralt. Sehr schön. Geh vor das Tor und sprich mit Volltest. Das sollte wohl die leichteste Übung sein. Damit haben wir den Weg zum Tempel eröffnet. Und Volltest kann nun hoffentlich endlich zu seinen Kindern stoßen. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel! Skoyatel, das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Ja, wir scheinen also hier jetzt zum großen Finale zu kommen. Unsere Erzählungen sind abgeschlossen. Wir kommen zum großen, großen Ende, in dem Volltest auf seine Kinder trifft. Alles begann mit Tylis oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wie gesagt. Mittlerweile kann man schon beinahe sagen, dass ich das Spiel recht unerfahren spiele. Also, um nicht gerade zu sagen, ich hätte es noch nie gespielt, aber ich habe es ja bereits gespielt. Aber, um ehrlich zu sein, kommt es mir alles ziemlich neu vor. Also, alles begann mit Tylis oder Tylis, ich weiß es nicht genau. Wir werden es jetzt sicherlich erfahren. Wäre Tylis nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Tylis also. Sehr schön. Seine Majestät Volltest, König von Temerien. Arthur Tylis, der frühere Graf Neswelt.
ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Frag dir nach den Königskindern. Strapazier meine Geduld nicht, Tails. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anaïs sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Die Frage ist doch letztlich nur, wo die Kinder sind. Man sieht das hier, dass die Mönche oder Diener des Klosters sich sehr gegen, ja, nicht nur König Foltest, sondern auch gegen uns als Hexe auflehnen. Aber wir wollen wissen, wo sie die Kinder versteckt haben. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Ja, wir wollen ihn nicht schlagen, um Gottes Willen. Das würde hier die Situation sicherlich zum Eskalieren bringen. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben ihn mit Hilfe von, ich sag mal, Gedankenkontrolle bzw. eines Zeichens zum Reden gebracht. Ja, nicht so laut. Dämpf deine Stimme, Tails. Dieser Ort ist doch heilig. Das werde ich dir nie verzeihen, Mutant. Hörst du? Ich glaube nicht, dass er das tun muss. In der Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlauf. Funktioniert aber. Räudiger Mörder von Blaviken. Dankeschön. Also das Gebäude sieht mal noch beeindruckender aus als der Rest. Hier haben wir ganz viele Leute, die beten. Ist zu Hause. Du lebst noch. Sei dankbar. Oh Mann, die Szene mal wieder. Es ist wirklich sehr, sehr gut in Szene gesetzt hier alles. Was soll ich sonst dazu sagen? Licht aus. Naja. Der Effekt ist jetzt nicht allzu groß. Können wir vielleicht irgendwas mitnehmen? Ich glaube eher weniger. Ja. Quatsch nicht von Sicherheit. Ich will sie sehen. Das würde ich auch wollen. Von hier sind wir gekommen. Hier geht es auch nicht weiter. Dann würde ich sagen, folgen wir Foltest zu seinen Kindern in der Einsiedelei. Die beiden warten bereits auf uns. Drachenattacken ausweichen. Um den Attacken des Drachen zu entgehen, drücke auf die Taste, rechte Maustaste, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Lass mich raten, der Drache wird jetzt angreifen. Der Drache ist zurück! Ich kann nicht weiter! Natürlich kannst du das. Das war sehr knapp. Schneller, schneller, schneller. Hast du mir das Leben gerettet. Du kannst mich bitten, worum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Merigold mit mir nehmen. Wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Ihr dürft gehen. Wer kommt da? Foltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken.
Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König.
Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Oh Mann. Ich weiß, ich habe bis jetzt wahrscheinlich dieses Projekt Oh Mann öfters gesagt als irgendwas anderes, aber seht das mal als als Ausdruck meiner Faszination bzw. meiner Fassungslosigkeit. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon von der groben Handlung, auch das hier habe ich alles bereits gespielt, aber es ist jedes Mal aufs Neue einfach nur beeindruckend, wie gut jede Szene inszeniert ist. Unternimm was, Volltest hat viel von dir erzählt. Wie steht es um das Königreich oder Triss birgt für mich? Ja, erstmal das Königreich. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Volltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Ja, Roche scheint also ganz klar auf der Seite von Volltest zu sein. Ja, Volltest hat mir viel von dir erzählt. Volltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Volltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Ja, Triss könnte doch sicherlich für uns bürgen. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht deine Gespielin wäre, aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Ja, dann liegt es wohl jetzt an Roche, denn er scheint der Einzige zu sein, der die Wahrheit kennt, uns glaubt und uns hier raushelfen könnte. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich denke mal, wir würden unsere gescheiterte Aufgabe im Nachhinein als Beschützer von Volltest beenden, indem wir den Mörder suchen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand.
Danke. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Foltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Foltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Hast recht. Wofür gibt's Henker? Das ist eine gute Frage. Wofür gibt es eigentlich Henker? Wir sollen die Wachen provozieren. Ich hätte gerne, genau, provozieren, rechte Maustaste. Ihr habt es gesehen, Roche glaubt uns also letztlich doch. Er ist bereit, mit uns auf Königsmörderjagd zu gehen und ermöglicht uns hier an dieser Stelle die Flucht aus dem Gefängnis, bevor wir gevierteilt werden. Wache, komm doch mal her, guter Mann.
Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Jo, ich würde sagen, wir provozieren weiter. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Ich dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Ach du Schande. Okay, das ist ganz schön schwierig. Die richtigen Tasten zu finden. Aber ich denke mal, damit haben wir unsere Flucht gestartet. Sehr schön. Gefängnisschlüssel und Orens. Wir haben alles verloren. Ich habe es bereits geahnt. Das ganze Sammeln hat also nicht wirklich viel gebracht. So, und uns sollte es jetzt möglich sein, hier aus dem Gefängnis zu fliehen. Tatsächlich. Sehr schön. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wirklich die Flucht wagen und versuchen, irgendwie aus dem Kerker der Lavalettes zu fliehen, machen wir hier nochmal einen Schnitt und es geht hier dann beim nächsten Mal weiter mit einer rasanten Flucht aus dem Kerker und hoffentlich einer gemeinsamen Reise mit Roche. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.